Nu hier wie in die Geschicht, der die wird gebracht bei Onkel Abram Janzen von Blumenheim in Saskatchewan. Gott dat Wunder. Gott obert auf wunderbare Wege, seinen Willen zu vollbringen. In Sprüche Kapitel 29 und 20. Vers sagt der Schreiber, kannst du einen Mensch, der du redet, eier he denkt, das haben vielleicht alle einmal beliebt, wo wir schlacht bei uns feilen, wenn wir ein Wort gesagt, ohne dass wir das bedacht haben. Jahren träge hier in Kanada, eier wie alle Koren fuhren, dann reisen die Menschen immer gewöhnlich auf den Zug von einem Staat bei der andere. Der Zug, der hat gewöhnlich mehrere Menschenkoren, auch eine Parkkor oder Frachtkor, würde wir sagen. Da wird all das andere nennengelot und die Menschen sollten in die Menschenkor. Und wenn da mehr aus einer Menschenkor wird, dann können sie da verlängern gehen. Der Zug, der wir ditmal sehr voll Menschen, so ist die meist immer wir. Jeder sagt, wir voll besagt, dort wird düster, aus der Such losfahren wollen in der große Stadt. Die Menschen, die proben einzuschlopen, wie es dort düster wird. Da wird ein Schleimbett licht, aber nicht sei er da. Mit einmal kommt da ein junger Mann lang dem Gang gewohnt, der tragt ein kleines Baby. Und dort Baby dort hielt. Oh, dort hielt. Er geht heim und trägt, und die Menschen, die waren alle ordentlich, die geht dort alle an den Nerven. Dort Kind dort schreckt und dort hielt. Die Menschen haben alle ihre Gedanken darüber, aber keiner sagt was. Mit einmal sagt ein alter Mann da hängen, aus das junge Mann wird da, als der sagt, hey Mann, nimm dort Kind doch mal nur seine Mutter, dort Kind fehlt die Mutter und uns fehlt der Schlop. Wer kann schlopen, wenn du immer ein Kind schreckt? Und dann sagt der Mann, ich würde dort ihren Daumen, aber meine Früh ist, die Mutter tut das Kind, der ist in der andere Chor. Na, dann geh dort hinein, der ist hier oben. Und dann sagt er, ich meine die Frachchor. Meine Früh ist dort ein Kosten in der Frachchor. Oh, wo fällt sich über der alte Mann so geschlecht und dort er nicht so gesagt hat, unbedacht. Der schämt sich so. Und dann ging das Mann weiter wieder mit dem Kind, alle Mann wie Stell und das Kind dort schrie. Aber wie weiten dort Gott die Arbeit zu will, ein Mensch in ihrer Hort ist, wenn das Kind auch schrien wird. Sie geht heim und trägt. Da sind wohl viel Frühes an dem Zug, wo das sagten, und dort scheint so, da stund nicht eine Früh ab. Die dachten eigentlich so, ich hoffe, da wird noch mal ein Frühmensch abstohnen und nehmen dort arme Kind. Dort ist sie doch ein Waisenkind. Aber die sind auch von der Eier backt, sind an ihre Sätten. Keiner kann abstohnen. Na, wenn's meist keiner. Du ganz hängen in eine düstere Art, da sagt ein junges Frühmensch allein auf einen Satt. Und der kann schier nicht sitzen bleiben. Der muss sich mit Gewalt durchholen. Wie weit ihr dort alle, wenn Gott uns will zu Wort brücken, dann wer wie manchmal gehen an. Und so wird das hier auch. Die meisten Mutters an der Chor, die beten, dort soll doch sich wer erbarmen über das Kind. Und schließlich steht die junge Früh ab und jährt nur das Kind an. Wir lesen in Psalm 10, Vers 14, du, dort mein Gott, du bist der Wesen, er Kinder, er Halper. Und so wird das hier auch. Schließlich aus dieser jungen Früh dann absteht, aus dem Mann, was er dort durchkommt, sagt sie zu ihm, soll ich dort Kind mal ein bisschen nehmen? Obergieren, sagt er. Und dann nimmt sie dort Kind und geht unter ihre Sät und dort Kind ist sterl Furz, dort ist es aufgewäscht. Dort kann dort Furz sperren, dort sind andere Ohren aus dem Mann sehen. Dann wird der Mann nicht, was er soll, und sagt die Früh zu ihm, gut, leid dich ein bisschen durch, du bist ganz meid. Na, er lässt sich auch nicht sehr lang kreuen, er geht nur seine Sätze und schlaft auch kurz an. Als er ein paar Stunden geschlafen hat, dann steht er ab und denkt er so, nicht mehr, ich kann kicken, wo mein Kind ist. Und dann sieht er, da sind mehrere andere ältere Frühes nicht rundherum und die haben dort, da wird reingemerkt, die haben dort Baby gefordert und dort Baby dort schlaft nicht wunderschön. Dann sagt er, soll ich das Kind nicht weiter nehmen? Nee, sagt der junge Frühmensch,
Ik word het hier al houden, zolang als ik op een zoek zie. Nou, schließlich, als de andere vroegste wacht kon en jij des man doorgaan en zat zich door dol bij de alleen, ze kennen je de alle niet, dan hoor ik in de, over zij je wat die bij de reden. Ze kennen over niets verstaan. Met de tijd komt de zoek bij het nächste station, een kleine stad. Dan komt de conductor verlengd en zegt tot deze jonge man, dit is deine Stad, hier moet du uitstehen. Dan gaat de jonge man op de früh met dat kind en dan zegt hij, soll ik dat nu nemen? Nee, zegt ze, ik wil dat kind met naar huis nemen. En dan kost du eerst deine früh begraven en dan onbegrafenis, dan kost hij komen en holen dat. Ze heeft dan de adres van hoe ze woont, dat is ganz dicht bij seine Stad, gar nicht weit auf. Aber kennen tun sie sich nicht. Dann kicken die Menschen alle zum Fenster rüt und da sehen sie, da wird der Zug durch den Zug rückgedreht. Ab und während und ab, dann fährt der Zug dann wieder nach der nächsten Stadt. Da sehen sie das junge Frühmensch, die dreht dort Baby in ihre Ohren und die sticht durch den Zug rüt. Nu ist sie dort dann all dach geworden, sie können dort all sein und sie wundern noch toller, was er geworden ist als erst. Die wisten aber nicht von, was da passiert wäre, in dieser Früh erhört. Sie wisten nicht, dass diese, das Frühmenschen allein stehen und das Märchen wäre, dass die auch nicht ganz jung wäre. Und die nahm das Kind nach Hause und vor der Lothar aus der Begrafenis ever ist, was das Mann dann alles besorgt hat, dann spannte sie ein Pferd für seinen Buggy und fort durch Hano, wo die nächste Stadt und sieht sich mal der Lied. En hij wondert hoe hij die woord vingen. Maar hij vingt die bald. Als hij de hand komt, na dat begrafenis en alles is bereid, dan komen die lieden uit, die vroegmensch, ihre Eltern, die zijn over zeer leichtholig te hem, zeer schaftig. En dan zegt hij, ik kan zijn of ik mijn baby zal holen. Dan komt dit jonge vroegmensch waar de uit, nee, zegt ze, ik leef die doorstad kon ik metnemen. Wie worden dat baby hier houden en die dat een dankt is? Dan ik heb me zo verliefd aan dit baby en mijn ouderen ook. Dan die hebben kleine grootkingen en die zijn zo vrouw dat dit baby hier in huis is. En wanneer die dat een dankt is, dan worden we dat hier houden. Nou, dit is een man die als je dat alle goud. Hij voert nog meermaal doorgaan hoe dat hem zijn baby bezijnen en een beetje spazieren. Dat dit gewoon niet zeer land en is dan een kast en dat huis. Dan heeft dit baby een nieuwe mama en de man heeft vader in de vrouw. En de mensen die kunnen zeggen dat God arbeidt met zijn wonderbare wij zijn willen te volbrengen. Dan hij is werkelijk de wijzen kingen er haar. Yeah.
sich den Jahren.